Liebe Freunde, ihr fragt euch sicher, warum ist auf meinem Titelbild eine Bitch? Bitch. Was ist das? Das ist ein Pflegeprodukt, das ihr exklusiv bei mir bekommen könnt. Und zwar zur Pflege für euren Oldtimer oder für euer aktuelles Auto. Bitch ist ein Polierfett. Mit dem Polierfett werde ich euch jetzt mal zeigen, was man damit machen kann. Ich drehe dazu jetzt mal die Kamera. Dann gehen wir da mal professionell gefilmt hin. Ja. Bitch ist zum Beispiel ideal zur Anwendung auf Kunststoff oder auf Gummi. Unter anderem auch die Türgummi. Es funktioniert relativ einfach. Ja, man kann das Produkt auf einen Lappen putzen, also auf einen Lappen nehmen. Ja, und dann kann man damit den Kunststoff einreiben. Ihr seht schon, das ist ein massiver Unterschied. Also, geht's mal noch etwas nach unten, eine Stoßstange. Braucht ihr schon eine Sonnenbrille? Es glänzt, es glänzt. Und zwar glänzt das nicht einfach nur jetzt, sondern es glänzt ewig. Das, was ich jetzt mache, dieser Bitch, das hält Jahre. Und ihr seht, ich trage das einfach großzügig auf. Dann massiere ich das ein. Und ich bringe gerade bei einem älteren Fahrzeug einen Glanz hin, der unschlagbar ist. Unschlagbar und vor allem langanhaltend. Und jetzt muss ich euch etwas sagen, es pflegt, es schützt, es konserviert. Es gibt eine wasserabweisende Wirkung. Wasser perlt ab von der Stoßstange. Es ist pflegend, es schützt, pflegt. Kunststoff, Leder oder Gummi. Was auch ganz gut ist, ist, wenn man zum Beispiel eine vermattete Rückleuchte hat. Hier sieht man, die Lichter sind etwas vermattet. Ja. Wenn ich jetzt da die Bitch auftrage und einmassiere, hole ich da beim Licht in einen extremen Glanz heraus. Das glänzt also wie eine neue Lampe. Seht ihr das? Unten ist es sehr milchig, oben glasklar, Spiegelglanz. Das ist so cool bei Oldtimer-Fahrzeugen. Hier seht ihr eine Fläche, ich trage das hier auf, nur hier. Ich habe das mal auf einem alten Container probiert. Hey, nach 8 Jahren hat man das noch gesehen, die Stelle, wo ich mit Bitch poliert habe. Ja? Es ist Wahnsinn. Und Türgummi, die werden ja spröde, trocknen aus. Die gehen dann kaputt. Kriegt man fast nicht mehr, vor allem bei Oldtimer-Autos. Hier, Türgummi, schön Bitch behandeln und ihr seht, wie das glänzt. Und es gibt dem Gummi Feuchtigkeit. Der Gummi ist ganz geschmeidig. Das Auto ist bald 40 Jahre alt, das ist 1987, das wurde noch nie behandelt.
Das ist der Original-Türgummi, der soll auch noch 40 Jahre halten. Seht ihr den Unterschied? Beim Gummi kann es halt sein, dass ihr vielleicht das, weil das einzieht, nach 2 Wochen wiederholen müsst. Nach 2 Wochen noch einmal eintragen, auftragen und dann hält sicher. Kunststoff. Kunstleder geht auch. Schau mal den Glanz. Was soll ich sagen? Es ist ideal. Auch Holz, bei Holz geht es auch. Holz kannst du glänzen mit der Bitsch. Da kommt eine Maserung hinten hervor, hinter dem Holz. Ja, und das da auf einer Palette zeigen. Schauen wir das mal an. Wenn du jetzt antike Möbel hast und das mit Bitsch behandelst, diese Möbel sind wie beim Restaurator, die glänzen.